Ladestation gefunden, weil ich mein Tablet benutzt habe. Ist schon gut, Eulette. Aber das sieht nicht gut aus. Wir müssen etwas unternehmen. Und ich weiß auch schon was. Ich werde die Rakete selbst verfolgen. Ohne mein Tablet. Aber nicht mal du kannst so schnell fliegen. Oh, doch, kann ich. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Gecko Muskeln! Okay, Catboy, halt dich an meinem Fuß fest. Und wenn ich flieg rufe, Gecko, schnappst du dir den anderen. Okay, hier kommt die Überschall-Eulette. Auf die Plätze, fertig. Flieg! Super-Eulenflügel! Gut gemacht, Eulette. Eine Minute noch. Gib es mir. Ich bin gleich fertig mit dem Level. Catboy, bewache du Romeo und den Roboter, während ich Gecko ganz leise zum PJ-Hauptrechner fliege und die Nord absetze. Gut, dann deaktiviere ich die Rakete mit Hilfe meiner Super-Gecko-Tarnung. Eine Minute noch. Na gut, aber dreh den Ton leiser. Super Gecko Zahnung. Was? Oh, ich hätte wissen müssen, dass dieses Ding unzuverlässig ist. Denn ich hab's nicht gebaut. Stimmt's, Roboter? Versuch da durchzusehen. Eulenstrahl. Was? Auf Wiedersehen, Reifenbrücke. Okay, jetzt drehen wir uns. Warte, was? Ups, hab ich diesen Klebeklatscher geworfen? Das machen wir gleich nochmal. Genug herumgespielt, PJ Masks. Bald steht nur noch eine Burg. Und zwar die beste Burg. Meine! Oh nein, jetzt kann er die Reifenbrücke überqueren. Das ist alles meine Schuld. Nachtninjas Burg hat so viele neue Sachen. Und als ich die gesehen habe, wollte ich die auch haben. Ihr beide hattet recht. Wir brauchen keine neuen Sachen, bloß weil andere sie haben. Ist schon gut, Eulette. Es gibt sicher irgendetwas, womit wir ihn aufhalten können. Und dann holen wir uns die Schulbusse zurück. Ich habe eine Idee, womit wir ihn stoppen können. Mit netten Kleinigkeiten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Wer hat den besten Stützpunkt? Natürlich du, Nachtninja. Wir haben ja gar keinen mehr. Unserer wurde zerquetscht. Ein riesiger Fellball? Was haben die vor, mich wegzuekeln? Cooler Schuss, Catboy. Danke, Gecko. Eulette, bist du sicher, dass wir nur die drei Busse ganz unten mit den Fellbällen treffen müssen? Nur drei. Und wenn wir die rausgeschossen haben, fallen auch die anderen Busse runter. Das ist ein Ninjalino-Fußabdruck. Nur kleiner. Es mag kleine Füße haben, aber wenn es ein Ninjalino ist, dann ist es gefährlich. Ja, wenn man klein ist, kann man auch gefährlich sein. Seht mich an. Sollte es ein Ninjalino sein, dann wird es bald Nacht-Ninja-Ärger geben. Ich weiß nicht, Catboy. Vielleicht... Ein Ninjalino! Ein ziemlich kleiner Ninjalino. Ja, er ist klitzeklitzemini. Und irgendwie fast schon niedlich. Er ist nicht niedlich. Das ist ein Ninjalino. Er guckt sehr verängstigt. Alles okay, hab keine Angst. Was glaubst du, sagt er? Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht er Hilfe. Wenn er ein Problem hat, sollten wir ihm helfen. Nein, Nachtninja muss ihn geschickt haben. Erinnert ihr euch an meinen Tisch in der Schule? Vielleicht hat er sich verirrt. Möglicherweise schon in der Schule und jetzt auch hier.
Warum bist du hier? Hast du dich wirklich verirrt? Er kann dich nicht verstehen, Catboy. Oder? Er will uns nur austricksen. Es ist sinnlos, mit ihm zu reden. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Hä? Oh, Catboy, er mag dich. Nein. Komm her, du musst jetzt gehen. Hör auf damit, wir spielen nicht Fang. Dein Haustier hat ein echtes Chaos im Hauptquartier angerichtet. Birdie, warum hast du das getan? Hä? Vielleicht, weil du ihn allein gelassen hast. Lionel richtet immer Chaos an, wenn ich ihm nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Ich dachte, Haustiere würden Spaß machen. Das tun sie auch. Aber sie brauchen Übungen und Training. Und ganz viel... Das ist schon wieder Luna Girl. Sie ist im Zoo. Okay, PJ Masks, nichts wie los. Aber was ist mit Birdie? Ich hab's. Ich nehme ihn mit. So kriegt er viel Bewegung und ich trainiere ihn unterwegs. Du kannst ihn nicht auf die Mission mitnehmen. Er kriegt das hin. Nicht wahr, Birdie? Husch! Husch! Hör auf, Luna Girl. Lass diese Schmetterlinge nach Hause fliegen. Oh nein! Die Pyjama-Plagegeister wollen mir schon wieder den Spaß verderben. Los, Morten. Verschwinden wir von hier. Seltsam. So leicht lässt sie sich normalerweise nicht vertreiben. Na los, ihr könnt jetzt wieder rein. Birdie, du machst ihnen Angst. Warte auf mich im Eulengleiter. Birdie möchte nur Aufmerksamkeit. Ist es so, dass Eulette dich ständig allein lässt? Nun, du hast Phase 1 meines Plans durchgezogen. Ich glaube, du bist bereit für Phase 2. Also Mondkraft! Mach noch zwei Mini-Mondkristalle. Leg sie in Eulettes und Geckos Raum, damit ich die Kontrolle über das Hauptquartier übernehmen kann. Lass mich nicht hängen, Vogel. Trautes Heim, Glück allein, ihr kleinen Schmetterlinge. Ja! Was ist denn mit Birdie los? Ich gehe und sag's ihm selbst. Das war knapp. Moment, Katzenohr. Keine Ahnung, was das ist. Lass uns nachsehen. Schlitternde Schlange. Dieser Supernieser ist wirklich heftig. Supergecko Muskeln. Wer hat die Laterne verbogen? Halte deine Eulenaugen offen. Könnte ein Schurke sein. Du wärst ein Schurke. Ich wollte euch nur sagen, dass Luna Girl auf dem Weg zur Schule ist. Warum hast du nicht den PJ-Kommunikator benutzt? Naja, ich dachte, ihr braucht vielleicht meine Hilfe. Du wirst deinen Supernieser nie los, wenn du nicht drinnen bleibst. Ich... Alles klar. Ich gehe zurück. Gut, und wir machen uns auf den Weg zur Schule. Warne uns, wenn du etwas siehst.
Es ist so schwer, sich zu entscheiden, welches Fahrzeug wir nehmen sollen. Die sind alle so cool. Ihr habt gesagt, ich wäre ein guter Teamleiter. Und als Teamleiter schlage ich den Katzenflitzer vor. Klar. Los geht's. Katzenohr. Ich höre was. Romeo. Ah, die PJ Masks. Was hast du da? Sowas wie eine Fernbedienung? Du hast scharfe Augen. Danke für die Bauteile aus eurer Hubschraubersteuerung. Ich wette, du hast auch die Teile aus den anderen Fernbedienungen geklaut. Natürlich, Eidechsenfuß. Wie hätte ich sonst eine Fernbedienung bauen können, die sowas kann? Hey, was soll denn das? Hör auf damit! Er tanzt den Eidechsenlimbo. Okay, Schluss mit lustig. Mit dieser Fernbedienung kann ich jeden machen lassen, was ich will. Und ich will eure Hilfe. Unsere Hilfe? Das kannst du vergessen. Sagt niemals nie, Pyjama-Helden. Steuert mich! Euch Helden sehe ich später. Jetzt gehe ich mit dem schwarzen Hirn shoppen. Flatternde Federn! Leute! Wie wär's mit Hilfe? Los, retten wir Eulette! Bist du bereit? Bereit? Wofür denn? Das ist nicht shoppen, das ist stehlen! Nun ja, ich bin ein Schurke. Und jetzt hol noch mehr Fernbedienungen! Ist doch schon viel schicker. Da sind sie. Hey, ich habe eine Idee. Wenn wir nah genug rankommen, tarn ich mich, schleich mich ins Labor und schnapp mir Romeos Fernbedienung. Zum Gecko-Mobil. Es kann sich tarnen, sodass wir für die Kunstdiebe unsichtbar sind. Wo sie auch stecken, meine Eulenaugen werden sie finden. Hm? Gecko-Mobil-Tarnung! Schlitternde Schlange, die sind die Kunstdiebe? Sowas Nacht-Ninja steht auf Kunst? Gut gemacht, Ninja-Linus. Bald werden alle Kunstwerke auf der Welt weg sein. Die einzige Kunst, die es dann noch zu sehen gibt, ist meine. Ja, das stimmt dann leider. Er glaubt, er wäre der beste Künstler, wenn er der Einzige ist. Aber wir halten ihn auf. Bleib stehen, Nachtninja. Diese Kunst gehört dir nicht. Du musst sie zurückgeben. Wir müssen ihm zeigen, wie sich das anfühlt, was er getan hat. Was hast du denn vor, Spatzenhirn? Du hast meine Skulptur sandig gemacht. Mal sehen, wie dir das gefällt. Super Eulenflügel! Jetzt, hör auf, Sand aufzuwirbeln! Die Jungs haben kein Problem hinter ihren Ninja-Masken, aber wir können nicht sehen. Oh je! Die PJs stecken in der Spielplatzklemme. Bis später, ihr Sandtölpel. Eulette, warum hast du das getan? Sich an Nachtninja zu rächen, ist nicht der richtige Weg. Ja, es geht darum, die Kunstwerke wiederzukriegen. Und jetzt sind noch mehr davon verschwunden. Keine Sorge, mit meinen Eulenaugen werde ich sie finden. Krallen wir sie uns. Ich sehe sie. Sie stehlen Künstlermaterial. Bring das alles zurück, Nachtninja. Wir wissen, dass du dich als großer Künstler beweisen willst, aber Diebstahl geht überhaupt nicht. Ach, bitte. Als könntet ihr mich daran hindern. Doch, ich kann. Hey! Gecko! Alles in Ordnung? Nein, ich habe alles kaputt gemacht. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie stark ich bin. Aber das wissen wir doch. Jetzt kriegen wir die Sportsachen nie wieder zurück. Hätte ich mir nur von euch helfen lassen. Die Super Ninja Linos sind so stark, jetzt kann sie niemand mehr aufhalten. Vor allem in der Gruppe. Das ist es! Die Ninja Linos sind so stark, weil sie eine Gruppe sind. Aber wir sind auch eine. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und ich habe einen Plan. Ich habe mich umgesehen, wie Gecko gesagt hat, und ein altes, zerrissenes Springseil gefunden. Und du? Ein kaputtes Fahrrad. Das war's schon. Und ich einen zerplatzten Ball. Los geht's!
soll es sein, Ninja Linus. Schön gemütlich. Hey, Ninja Linus! Hier sind ein paar Sportsachen, die ihr noch nicht habt. Wer will schon diesen alten Krempel? Ihr? Oh, na bitte, holt ihn euch. Das wird Kinder leicht, nachdem ihr jetzt so super stark seid. Ihr seid stark, aber jetzt machen wir das hier. Jetzt seid ihr nicht mehr so viele und um einiges schwächer. Was? Hier kommt noch Schokeko. Ihnen. Super Eulenflügel! Stopp! Stopp! Diesmal halten euch die Bäume fest. Deswegen könnt ihr erstmal nirgendwo hin. Ja! Yeah. Oh nein, jetzt bin ich noch kleiner! Schnappt euch den Schrumpfer! Wo ist Catboy? Super Eulenaugen! Catboy! Was ist passiert? Das ist alles meine Schuld. Ich hätte wissen müssen, dass ich so klein nutzlos bin. Du bist doch nicht nutzlos. Du kannst immer noch helfen, den Schrumpfer zurückzuholen. Wie? Ich bin so winzig. Catboy? Ich kann dich nicht sehen. Bin ich etwa auf ihn draufgetreten? Seht ihr? Ich bin so klein, dass ich fast unsichtbar bin. Moment. Das ist es. Statt mich darüber zu ärgern, so klein zu sein, können wir das nutzen. Dazu müssen wir nur alle zusammenarbeiten. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Das Getanze ist schon okay. Aber ohne den winzigen Catboy ist das nicht so lustig. Hey, vielleicht sollte ich euch Ninja Linus schrumpfen. Nicht mal, welche Knöpfe zu drücken sind. Und du kannst nicht mal mit dem Schrumpfschlauch zielen. Doch, das kann ich. Nein, kann ich doch. Eure Zeit ist um. Her mit dem Schrumpfschlauch, ihr Fieslinge. Schrumpft dieses Federvieh mit dem Spatzenhirn. Und schnappt euch die Eidechse, Ninja Linus. Hilfe! Bereitet euch auf Schrumpfen vor, Pyjama-Helden. Was ist los mit dir? Irgendwas kitzelt mich. Ja! Aber nur in deinen Träumen, einfältige Eidechse! Stellt euch nur all die fiesen Sachen vor, die ich mit diesen Stimmen anstellen kann. Und die Schuld gibt man dann den Pyjama-Plagegeistern. Das ist ja noch genialer, als ich dachte. Oh, warum stoppt das Teil? Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Motor nicht. Du klingst ja wie ich. Und ich höre mich nicht nach mir an. Nein, du klingst so wie ich. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Und ich klinge wie Gecko. Ha, das ist noch viel besser. Ihr seid so lächerlich. Ha? Ich bin hinter dir. Eigentlich bin ich hier. Nein, hier bin ich. Hört auf. Hier drüben. Ich bin hier. Hier bin ich. Welche Knöpfe muss ich drücken? Ah, oh, ich
klingen wieder wie ich, nicht wie du. Puh. Hey, was war so schlecht an seiner Stimme? Ich hab meine auch wieder. Meine Stimme ist auch zurück. Ja! 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 Yeah. Gib mir meinen Stimmenkasten wieder! Mein Stimmenkasten! Oh nein, ich verliere meine Stimme! Es ist vorbei, Luna Girl. Catboy! Ich glaube, Echsenbubi und Miezekätzchen hole ich mir auch in mein Mondlager. Aus ihnen werden tolle Statuen. Aber keine Freunde, Eulette. Möchtest du auch ein Mondlagermöbelstück werden? Es ist Zeit, ein Held zu sein, glaube ich. Okay, dann gebe ich sie dir eben, Luna Girl. Die Eulen-Mondstatue gehört dir. Aber du lässt Gecko und Catboy gehen. Gehört sie jetzt wirklich mir? Du meinst, für immer? Ja, für immer. Lässt du jetzt auch meine Freunde frei? Nein. Nein, aber... Was? Hast du vergessen, dass ich ein Schurke bin? Und jetzt vervollständige ich meine Pyjama-Heldenstatuen-Sammlung. Eulet! Eulenflügelwind! Hä? Nein! Meine Statue! Ich meine... Oh, dass ich sie geklaut habe, tut mir leid. Es tut dir leid? Ja, ich hab sie einfach so lieb. Eulette, komm schon, du hattest recht. Sie hat sie geklaut und hat es zugegeben, also gehen wir. Eine Sekunde. Höchste Zeit, ein echter Held zu sein. Hier, ich hab gesagt, du kannst sie haben und diesmal meine ich es auch so. Wirklich? Echt jetzt? Ja. Jemand hat sie mir geschenkt und jetzt schenke ich sie dir. Und weißt du was? Es fühlt sich gut an. Du musst mir nur versprechen, sie eines Tages auch zu verschenken, okay? Okay. Kommt schon, Motten. Catboy, lass mich den Sprungbowser benutzen. Ich kann Romeo damit aufhalten. Nein! Gecko! Nur ich! Catboy! Na gut. Wenn ich nicht den Sprungdose haben kann, dann nehme ich eben den Raketenrucksack. Nein, Gecko, sei vorsichtig! Der Raketenrucksack ist sehr gefährlich. Hey! Kaputt, du eierne Eidechse! Oh nein, Gecko könnte sich schwer verletzen. Ich hätte ihm den Sprungdoser geben sollen. Catboy, hilf mir! Keine Sorge, Eulette, ich hol dich da raus. Wow, wow! Na endlich! Super Eulenflügel! Der Raketenrucksack ist echt schwer zu... Ah, wow. Ha! Endlich habe ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen. Okay, soll ich mit dem Himmelverschleimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh, stimmt, ich wollte den Schneefopuff nehmen. Ich bin überwältigend! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Im Ernst, Catboy? Du willst es nochmal mit dem Sprungdoser versuchen? Nein, ich weiß, ich kann damit nicht so gut hüpfen wie Gecko. Also höchste Zeit, ein Held zu sein und ihn an die Reihe zu lassen. Cooles Chamäleon! Spring rauf, Catboy! Gemeinsam sind wir stärker! Dann los! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Jetzt hole ich mir meinen Flugsaurier zurück und das fliegende Miezekätzchen schnapp ich mir auch noch. Haltet durch, Catboy, ich hol Hilfe. Eulen!
Ich wollte dich mit dem Flugsaurier einholen, weil ich will, dass wir noch Freunde sind. Aber jetzt steuert ihn Romeo wieder. Natürlich sind wir noch Freunde. Ach, das ist alles meine Schuld. Ich hätte mich schon früher mit dir vertragen sollen. Oh, wen interessiert das? Den Plan. Wir warten am Spielzeugladen auf die Motten und halten sie dort auf. Und der, der auf dem Weg dorthin die coolsten Superhelden-Moves macht, gewinnt. Du willst noch einen Wettkampf? Das wollen wir nicht. Ach, kommt schon. Oder habt ihr etwa Angst zu verlieren? Wer? Ich? Nein. Vielleicht Gecko. Hey, nein, ich doch nicht. Ich habe unglaubliche Superhelden-Moves drauf. Aber sind die besser als meine? Vielleicht. Das werden wir gleich herausfinden. Wärmt euch auf, so viel ihr wollt. Aber meine Superhelden-Moves werden euch beide besiegen. Bereit? Bereit. Möge der beste Superheld gewinnen. Seht euch meine unglaublichen Flug-Moves an. Cool. Aber seht euch meinen Super-Eidechsen-Griff an. Das ist gar nichts gegen meine Super-Katzensprünge. Hey! Hey, das ist nicht fair! Na, 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 na! Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen. Super Katzentempo! Super Gecko-Muskel! Hey, das ist auch nicht fair! Super Katzensprung! So gewinnt man nämlich. Meine Superhelden-Moves waren auf jeden Fall die besten. Gar nicht wahr. Meine Moves waren viel cooler. Ich gewinne. Ich würde sagen, meine Superhelden-Moves sind die besten. Ich gewinne. Schon wieder. Niemand kann sich mit mir messen. Ich bin Eulette, die Siegerin. Hä? Gecko? Catboy? Catboy! Hey! Oh nein, Luna Girl hat sie. Wenn ich nicht versucht hätte, sie zu besiegen, dann wären wir jetzt noch zusammen. Hey! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Genau rechtzeitig. Hier, und jetzt geht hinter die beiden Bäume und zieht es am Boden straff. Wenn wir Romeo aufhalten wollen, müssen wir zuerst den Roboter zur Strecke bringen. Und was jetzt, Eulette? Und jetzt benutzt die fantastische Eulette ihre eigenen Superkräfte. Zuerst Super-Eulenflügel! Dann Eulenaugen. Huhu! Schau, Romeo! Du hast immer noch nicht mein Lieblingsbuch. Was? Schnapp's dir, Roboter! Da musst du dich schon mehr anstrengen. Gib mir das Buch. Stopp! Komm und hol's dir! Hör auf zu flattern. Bleib kurz stehen. Los, Roboter! Fang sie! Ha! Du bist dran! Nein, Roboter! Warte! Stopp! Wow, wow, wow! Wow! Juhu! Dein Funkelblitzbuch hat sich doch noch als nützlich erwiesen. Wach auf, du Konservenbüchse! Autsch! Danke, Meister. Es geht mir viel besser. Hey, nicht Eulette ist dein Meister, sondern ich! Eulette ist ein Genie. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, der Sturz scheint deinen Roboter schlauer gemacht zu haben, Romeo. Ja, gut gemacht, Roboter. Jetzt schnapp dir den Schurken und folge uns. Lass mich runter! Verwandeln wir die Bücher wieder zurück. Cooles Kamel! Das ist mein Geschichtenbuch.
Ich vermute, das Funkelblitzbuch ist gar nicht so schlecht. Romeo, du liest doch gern. Was? Nein. Funkelblitz, Kick und Zack. Das wird schon wieder werden, Eulette. Wir sind bei dir. Catboy, Gecko? Tut mir so leid. Ich wollte doch nur zeigen, wie gut ich im Fußball bin. Aber das wussten wir doch schon längst, Eulette. Würdest du den Ball passen, wärst du noch besser. Richtig. Es ist ein Teamsport und ein Team sind auch wir. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir müssen Eulette aus dem Mondball rausholen. Wir könnten ihn platzen lassen. Mit etwas, naja, großen und spitzen. Wie wär's mit dem Fahnenmast vor dem Museum? Gecko, du rollst den Ball. Catboy, du gehst voraus und führst ihn. Pyjama-Plagegeister, wo seid ihr bloß? Hier lang. Ein bisschen nach links. Pass auf, da ist eine Laterne. Kommst du mir zurück? Nein! Hey, warum bleiben wir stehen? Das ist Luna Girls Mondmagnet. Er ist zu stark. Oh, ich weiß was. Wir müssen als Team spielen. Gecko, setz deine Supermuskeln ein. Catboy, verwende dein Superkatzentempo. Und ich nutze den Wind meiner Eulenflügel. Ja! Großartig gemacht, Pyjama-Helden. Nutzloses Teil. Jetzt bringe ich ihn zum Platzen. Super Gecko-Muskel. Und los, rollen wir ihn so schnell wir können, Team. Ja. Was macht ihr da? Nein, nein. Das war super! Ja, prima! Ah, schnapp die Roboter! Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und jetzt dürft ihr beide mithelfen. Super Katzentempo! Helft mir, Romeo zu besiegen. Das macht noch mehr Spaß, wenn ihr Superhelden seid. Amaya wird zu... Eulette! Greg wird zu... Gecko! PJ Masks. Wir müssen an Romeos Supercomputer. Wenn wir den stoppen, stoppen wir damit die Roboter. Na dann los. Ha? Geh und hilf den anderen Robotern, Robocat. Nein. Eine Eulette. Wer ist jetzt der echte Gecko und die echte Eulette? Ich bin die echte Eulette. Ich bin der echte Gecko. Ich bin... Nein, ich bin es. Was nun, Katzenklo-Bobby? Du kannst sie nicht mal unterscheiden. Deine Roboter haben vielleicht Superkräfte, aber sie sind keine Freunde, wie wir es sind. Eulette, Gecko, fangt! Yay, Ringel, Ringrad! Und der Zwirbel, Wirbel! Ha? Siehst du, Romeo? Ich weiß, wer meine Freunde sind. Bereit für den Spezialtrick? Ja! Haltet sie auf! Egal, was sie tun, haltet sie auf! Yay! Ja! Wow! Whoops! Catboy! Zeit, deine schlechten Kopien wieder schlafen zu legen, Romeo! Keine Sorge, Leute. Catboy ist zurück und ist ruhig und entspannt wie Meister Feng. Super Katzentempo! Endstation für alle Passagiere. Das war vielleicht eine Fahrt. Danke, dass du uns gerettet hast. Gern geschehen. Und es tut mir leid, dass ich vorhin wütend auf euch war. Das war echt gemein von mir. Schon gut. Der wahre Catboy ist zurück. Danke, Leute. Und ich habe eine Idee. Wenn Nacht-Ninja und seine Ninjalinos wütend werden, vermasseln sie es vielleicht auch. Los, PJ Masks!
Willkommen bei der coolsten Ninja-Fernsehsendung aller Zeiten. Ihr werdet es kaum glauben können, was ihr gleich seht. Die Vorstellung ist beendet, Nacht-Ninja. Gib das Schwert her. Träum weiter, Kätzchen. Solange ich es habe, habt ihr PJ Masks keine Chance. Wage es nicht, das Schwert zu ziehen, Nacht-Ninja. Nur Meister Feng darf das. Nein, bleib ruhig, Catboy. Hey, Ninjalinos, warum dürft ihr eigentlich nicht mit dem Schwert spielen? Vielleicht seid ihr nicht gut genug. Es ist zu schön für sie, stimmt's, Nacht-Ninja? Was? Nein, daran liegt es nicht. Es ist nur, ich kann damit besser umgehen als ihr. Nein! Halt, halt! Hört auf, weg da! Nein, mein Schwert! Hör auf! Sie zu filmen! Ich bin der Star der Sendung! Wow! Ja! Hört auf zu schreien! Ihr Ninjalinos macht mich so wütend! Super gemacht, Leute! PJ Masks ruft laut Hurra! Wir blieben ruhig in der Gefahr! Komm und hol ihn dir! Geh sofort!